Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Aria Vorführ Video bei strahlendem Sonnenschein hier an unserem Stammsitz in Möckmühl. Das Wetter schreit geradezu, ist nach Bodenbearbeitung, der Frühling ist da. Deshalb möchten wir euch heute mal eine ideale Kombination für die Bodenbearbeitung vorstellen. Zum einen unseren Geräteträger Aria 5900 mit einer angebauten Umkehrfräse mit 70 cm Arbeitsbreite. Bevor wir gleich in die Praxis gehen, würde ich euch die Maschinen noch mal kurz gerne vorstellen im Allgemeinen. Wir haben hier den Geräteträger Aria 5900 mit 22 PS. Das ist der größte, den wir anbieten. Die 5900 fängt an bei 10 PS als Diesel-Variante, geht über 13, 18 bis 22 PS hoch. Was allen Maschinen gemein ist, ist die hydraulische Steuerung. Das heißt, ich bediene die Maschine über den Lenkholm. Das ist ein sehr angenehmes Arbeiten, das ist wie Kinderwagen schieben im Prinzip. Die Maschine arbeitet von selbst und lässt sich wunderbar einfach handeln. Ich habe auch die Möglichkeit, den Holm zu verstellen für meine Arbeit, um nicht durchs Beet zu laufen beispielsweise. Die Funktionen bleiben auch im verstellten Modus identisch. Angesteuert wird die 5900 mechanisch über den Hahnkamm. Alternativ haben wir auch im Programm die elektronische Steuerung mittels Easy Control Einheit heißt sie, wo man per Tastendruck den Fahrantrieb reguliert. Das ist eine ganz komfortable Geschichte. Des Weiteren verfügen wir natürlich über die aktuellen Sicherheitsnormen, sprich Totmann wird losgelassen, Maschine läuft weiter, der Motor läuft weiter, das Anbaugerät wird ausgeschaltet. Wir können den Holm einstellen, natürlich auf die Arbeitsgröße des Mitarbeiters, dass er angenehm arbeiten kann. Wir können im Gelände natürlich auch die Bergbremse aktivieren, dass die Maschine einem nicht davonrennt. Für die 5900 haben wir eine Reihe von Optionen. Auf die wichtigste würde ich gerne eingehen. Und zwar ist das die mechanische Portalachse. Portalachse ist wichtig für eine perfekte Balance zwischen Anbaugerät und Grundmaschine. Beispielsweise Mähbalken, wenig Gewicht auf dem Anbaugerät, erfordert, dass die Achse nach hinten gestellt wird, dass ich mehr Gewicht vorne drauf kriege. Im Gegensatz dazu beispielsweise die Umkehrfräse, die ich ausheben muss, oder eine schwere Wildkrautbürste, packe ich die Achse nach vorne und habe die Möglichkeit, die Maschine leicht auszuheben. Ich zeige euch das mal. Es gibt den Schnellverschluss hier unten, den wir lösen. Und die Spur ist verstellt. Gut, kommen wir jetzt zum Anbaugerät, die Umkehrfräse. Thema Bodenbearbeitung. Warum ist Bodenbearbeitung überhaupt wichtig? Da haben wir vier wichtige Punkte. Zum einen die Nährstoffversorgung der Pflanzen wird gewährleistet durch den aufgelockerten Boden. Der Wasserhaushalt, ganz entscheidend für die Pflanze, dass sie wurzeln kann und sich und ans Wasser kommt. Der Luft- und Wärmehaushalt, wenn es eng stickig ist, das mögen wir Menschen nicht, das mögen die Pflanzen auch nicht. Der Boden aufgelockert sorgt für den Wärmehaushalt der Pflanze. Und nicht zuletzt die Wildkräuter im Boden, die wir nicht haben wollen, werden auch dadurch herausgeholt. Die Umkehrfräse. Wieso Umkehrfräse? Wir nennen sie auch Steinvergrabfräse. Das bedeutet, im Gegensatz zur klassischen Fräse arbeitet die Umkehrfräse entgegen der Schlepperfahrtrichtung. Das heißt, das Material wird aus dem Boden rausgeschnitten, gegen das Siebgitter geschleudert und in den Boden wieder eingearbeitet. Dabei werden die festen Bestandteile zuerst eingearbeitet und das Feinkrümelige darüber gelegt. Die Frästiefe stellen wir über die Verstellspindel ein, die auf die Gitterwalze wirkt, die gleichzeitig als Rückverdichter und Einebner dient. Eine weitere Zusatzausstattung, die das Arbeiten enorm erleichtert, ist der von Aria patentierte Schnellaushub. Dieser erlaubt uns, nach erfolgter Arbeit die Maschine aufzubocken, in Transportstellung zu bringen, zum Anfang zu fahren und bei der nächsten Spur anzusetzen. Okay, dann kommen wir zum praktischen Teil.
So, dann schauen wir uns das Arbeitsergebnis mal an. Tiefer gekommen sind. Das Material ist nach unten eingearbeitet worden. Stein unten drin, wie es sein soll. Die Tiefe. Bei ca. 15 cm sind wir. 15, 16 cm. Und das ist auch die optimale Arbeitstiefe. Wir haben auch nicht ganz tief eingestellt gehabt. Bis 18 ist eigentlich das Maximum, wie wir runtergehen können. Wir empfehlen auch grundsätzlich, den Rasen vorher zu mähen, was wir hier natürlich auch nicht gemacht haben, dass so wenig organisches Material wie möglich eingearbeitet wird, dass unten keine Barriere entsteht, die das Wachstum später beeinträchtigen der Pflanzen. Gut, dann bedanken wir uns vielmals. Hoffen, euch hat es interessiert. Stellt Fragen, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr eine Vorführung wollt, kontaktiert uns unter aria.de, Vorführung. Dann kommen wir gerne zu euch und demonstrieren das bei euch unter euren Gegebenheiten. Und würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin.